Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed 2. Ja, ich habe das letzte Mal gesagt, dass ich euch hiermit verschone, weil ich dachte mir so, ach nee. Weißt du, es kommt noch schön mit in die Aufnahme rein. Kann ich aufhören, mich zu bequatschen? Es ist einfach deswegen, weil ich auch mal gucke, ob ich noch irgendwas kaufen kann. Und das halt nicht offscreen machen möchte und dann sage, jo, ich habe mir übrigens noch das hier gekauft. Sondern ich möchte, dass jeglicher Fortschritt auf Band festgehalten ist. So, 22 von 30 Codex-Seiten. Damit sind wir halt schon echt gut dabei eigentlich. Ah, nee, da können wir uns nichts mehr leisten, oder? Ach, ich gucke einfach mal rein. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja. Lass mal hören. 5000, 5007, 3000. Wir renovieren den Arzt. Ja, okay. Buon viaggio. Sieht schon schick aus, ne? So, jetzt müssen wir noch die richtige Waffe ausrüsten. Hier sind die... Ne, hier sind die richtigen Waffen, genau. Hier ist der Mailänder, glaube ich, bei, oder? Ja. Mailänder, genau. Das will ich haben. So, dann können wir an der Stelle wieder hier raus. Und haben noch genug Geld für eine Schnellreise zurück nach Venedig. Kommt, Freunde. Da oben ist immer noch eine Feder. Ich sollte vielleicht aufhören, spät nachts aufzunehmen. Wir haben ja gerade mal dreiviertel eins. Das ist, glaube ich, die zweite Folge erst, die ich jetzt aufnehme. Das heißt, nach der hier müssen eigentlich noch zwei oder drei sogar kommen. Oha, das wird eine kurze Nacht. Seid ihr seid, das Pflaster unter den Sohlen zu spüren? Dringen bei Regen, Kälte und Nässe in eure Stiefel? So. Dann solltet ihr einen Termin machen und euren Füßen etwas Gutes tun. Okay, tut euren Füßen was Gutes. Gute Schuhe sind sehr wichtig, damit ihr auch noch lange auf euren Füßen laufen könnt. Gut, dann gehen wir halt von oben die Sache an. So kann man es auch machen. Ich sehe eine Truhe. Hoppla. Runter oder stirb! Ihr dürft nicht hier oben sein! Hinfort runter, da ist Dranzo! Stopp, die verdammt! Oh, ey, ihr geht mir auf den Sack, ne? Tschüss. Laju, glaubst du, du könntest entkommen? Ich brauche nicht entkommen. Wenn alle Zeugen tot sind, ist es immer noch Stealth. Denk dran. Also Venedig finde ich im Spiel viel schöner als Florenz. Laju, Florenz, wo denn hin? Lol, hat er mir mitgegeben. Gut, dann können wir hier die nächste Quest annehmen. Ist der Betrug meine verehrten Kunden? Ich mag und das müssen wir oben tun. Aber meine Leistungen, die sind unerreicht. Oh, können diese Kackbaden mal verschwinden? Und hoch hier. Hallo.
Ben trovato, Ugo. Was gibt es denn? Ihr und Rosa konntet vom Sirte entkommen. Die anderen hatten weniger Glück. Emilio schnappte sie und nun erwartet sie die Hinrichtung. Wisst ihr, wo sie festgehalten werden? Sie sind noch in diesem Bezirk, aber genauer, nein. Ihr müsst nach ihnen suchen. Ich bringe eure Brüder schon bald hierher zurück. Die Diebe befreien, die Emilio gefangen hat. Die Diebe befreien. Ja, klar, machen wir doch mal. Wieso heilt mir so wenig Wurfmesser? Was macht ihr hier? Du bist ein Tor. Was bin ich? Was bin ich? Okay, da unten im Käfig sind die Diebe. Au. Die Märkte gehören dem Volk. Emilio sagt, er strebt nach Einheit. Aber was er wirklich will, ist Macht. Ja. Seguimi. Die Diebe zurück, Eskortin. Na gut, dann halt nicht. La 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 la. Die Wachen sind so dämlich. Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. So, dann mal wieder das Banner hier runterreißen. Das ist das Suchplakat. Jetzt bemüht euch mal wenigstens ein bisschen, Leute. Kann auch nicht so schwer sein. Tun wir es. Du hast hier nichts zu suchen, Bifolco. Ecco, oh nein, hinten! Keine Schmerzen. Nur Träume. Sofort! Da ist er! Nicht in Macht! Möge der Tod dir gnädig sein. Was brüllst du? Du brüllst wohl, dass es dir zu gut geht. Na, warte mal, das können wir ändern. Ja. Ja, zum Glück sind wir nicht alter ihr, der bei so einer Aktion drauf geht. Hallo. Ja, ich komme aus dem Wasser. Oh, kannst du dich einmal festhalten? Hallo. Und tschüss. Ich gehe einfach die Sache von oben an. So, dann können wir hier in den Misthaufen reinspringen. Na jetzt. Vielleicht flocken wir eure Schädel auf. Besser, wir hängen ihre Leichen einfach aus den Palastfenstern. Was? Hat hier gerade was gesagt? Und du stirbst. Und zurück, Eskortin. Ja. Es verpisst euch. Steht in dem Weg. Ich bring dich auch gleich in die Hölle. Verschwindet! Ach, das ist ja ekelhaft. Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Ja, gut.
Wir gehen mal wieder über die Dächer. So. Und raus hier. Och, Leute. Kommt doch einfach mal ein bisschen schneller hier hinterher. Da! Er haut ab! Alle interessierten Parteien sollen sich bitte bewerben. Ist einer von den Dieben jetzt hier ins Wasser geklatscht? Ja, da waren es nur drei. Alles klar. Die KI ist natürlich on top in diesem Spiel. Was? Da ist er. Wir kriegen den. So, wo hat dieser Balkon dort seine Tür? Kriege ich nie durchs Fenster? Ich meine hier jetzt den Balkon hier links unter mir. Okay, und dann zum letzten. Mal wieder einen altbekannten Weg hier über diese, wie soll ich denn das beschreiben, Plattform. Ah, die hier waren sogar am nächsten dran. Was schreit denn hier herum, die Bündner? Hört nur, wie sie jammern. Der Bastard kommt nicht weit. Ich will auch nicht weit. Und du stirbst. Aha. Beschäftigt ihn. Und du bist tot. Ich will jetzt nicht mein ganzes Leben riskieren, nur um es ausweichen zu üben. Oh nein. Ja, das waren die Daumentasten meiner Maus. Los geht's. Die Diebe zurück, Eskottchen. Da ist ein Augenzeiger. Den mache ich natürlich direkt mal platt. Der geht zwar in die völlig falsche Richtung, aber der muss sterben. Der weg. Oh ja, weil das Spiel sich so scheiße steuert. Halt die Schnauze, ich bring dich sonst um. Ja, ich habe mich zwar eigentlich festgehalten da drüben, aber das ist dem Spiel einfach mal scheißegal. Na, beeilt euch mal in Stücke. Die Folge ist nicht ewig lang. Folgt mir nach. Beeindruckend. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr so schnell seid. Ich gefalle gerne. Ich unterrichte Antonio über euren Fortschritt. Kommt später zurück. Ich habe noch einen Auftrag.
Was für einen Auftrag? Trifft mich bei den Docks, dann sage ich mehr. Molto bene. So, und dann geht's dem Auftrag hier unten. Na? Achso, Ezio will sich mal wieder anstellen wie behindert. Alles klar. So, jetzt kommt hier raus. Dio, wer? Hier bekommt ihr ausschließlich Meisterbetrachtet unseren Auserwählten. Na? Ein Gerüst hochzuklettern ist schön und gut. Mal sehen, wie ihr euch im Freien schlagt. Zur Spitze des Turms, ja? Bin in einer Minute zurück. Den Turm erklimmen. Nichts leichter als das. Boah, ey. Ja, diese Klettersteuerung hier in Assassin's Creed ist halt echt auch hart geboostet. Und hoch hier. Und hoch. Na. So, dann halt hier rüber. Diese Maustasten sind so empfindlich. Ich glaube, ich wechsle doch nach der Folge hier kurz das Panel. So. Und ich bin hier oben. Ah. Jetzt hätten wir diesen Aussichtspunkt hier erklommen. Naja. Und? Sieht aus, als könnte ich euch nichts mehr beibringen. Ich sag Antonio Bescheid. Erledigt eure anderen Aufgaben. Bald ist es geschafft. Hüpfen und springen synchronisiert. So, und weil ich die Folge nicht wieder künstlich strecken will, mache ich mal wieder nach 18 Minuten Schluss. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.